Hallo Leute, ja, das ist das Silvestervideo, das letzte Video, was ich dieses Jahr, okay, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, denn ich feiere auch manchmal meine Familie und dann, ja, geht jetzt nicht, das werde ich vielleicht, das Video kommt dann wahrscheinlich so 1, 2 Uhr on, weil ich dann, ja, ich werde das jetzt ein bisschen länger zögern, das Infovideo. Weil ich möchte neben Silvester auch noch Folgendes sagen an euch. Ein kleines Zitat, aber nichts Großes. Und zwar war es ein tolles Jahr. Mit geilen Spielen. Ich war auf einem Japan-Tag bei der Gamescom. Also, es war echt geil das Jahr. Es ging aber auch viel zu schnell vorbei. Echt viel zu schnell. So, oh mein Gott. Als ob es gerade mal ein Monat wäre für mich. Und jetzt alles hier vorbei. Das neue Jahr beginnt. Oh, die Zeit vergeht wie ein, Alter. Echt krass. Ich kann nicht glauben, dass das Jahr schon vorbei ist, Alter. Anfangs gab es nicht so viele Spiele, ne? Genau. Erst mit der Zeit kamen also mehr Spiele. Naja. Es war echt geil, also. Also ich hatte echt Spaß, war aber auch zu kurz. Wie gesagt, war zu kurz. Hätte es ja noch mehr Vergnügen verbracht. Mehr Vergnügenheit verbracht. Ja. Nebenbei mache ich ja auch persönlich auch was. So, mache meinen Führerschein und werde im Betrieb beistehen. Sozusagen mehr Fahrzeug, also werde ich jetzt nicht sagen, ist jetzt persönliches nur. Was aber dieses Jahr noch kommt, also ja, dieses Jahr 2016, in dem neuen Jahr, ist einmal, wenn ihr links, warte, wo müsste es genau sein? Da, oder ich tue es mal da, ich tue es, was war das? Ich tue es mal da. Hier die Ecke. Und wenn ihr drauf klickt, müsste der Link zu der Projektliste kommen. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht ist. Muss mal gucken. Lass mir ein paar Tage Zeit. Das wird schon. So, was habe ich denn hier geöffnet? Gibt's ja nicht. So, Projekte stehen an. Am 20.02. kommt The Witcher 3. Boah, alle haben es gezockt und jetzt fange ich an. Ja, aber dafür ist es ja mit ein Patches dabei. Hey. Und Heart of Stone werde ich glaube ich auch zocken. Boah, wie was ich alles zocken möchte. Aber die Zeit fehlt mir einfach. Das ist das Blöde. Ja und nicht nur die Zeit, sondern auch halt, wie heißt es? Ja, die Klickanzahl. Also, je mehr Klicks ich habe, desto mehr Videos lade ich hoch, weil es ist das schwachsinnig, wenn ich immer in jedem Video einfach 8 oder so Aufrufe habe und dann geht es halt weiter. Die kommen dann nicht halt nach. Ich lasse es mal etwas warten. Deswegen lade ich nur einmal ein Video am Tag hoch. So, dann kommt Fallout 4 direkt am 7. März. Ist schon längst abgenommen. Ich will nicht verbrechen. Ich will nicht versprechen, dass die ersten Folgen gute Qualität haben. Weil da habe ich ein bisschen geschludert. Tut mir leid. Und die hören sich vom Sound her echt kack an. Von der Videografik ist es zwar noch super, okay. Aber von der
Video, also von der Soundqualität echt schlampig. Tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Dann kommt Assassin's Creed 2. Gut auch noch. Am 4., also April 2016. Rise of the Tomb Raider kommt am 5.2016. Ark kommt auch wieder. Mit der Staffel 2. Vielleicht Multiplayer, vielleicht. Ich kann nicht verbrechen. Mein Gott, ich kann nicht versprechen, dass es so ist. Am 2.6. sondern kommt das. Am Release-Datum, ne? Assassin's Creed Brotherhood werde ich ja, nicht nachholen, aber halt nachspielen, weil ich habe das noch nie gezockt und ja, möchte euch das zeigen, wenn es geht, auf meinem PC, weil ich habe das Windows 10. Das weiß ich nicht, ob das noch geht mit der Qualität, ne? Dann The Last Guardian kommt auch am 9.2016. Kann sich immer was verändern in der Liste. Gerade die ganz unten stehen. The Legend of Zelda Twilight Princess HD wollte ich mal spielen, weil das so geil ist von der Bewertung her. Dachte ich mir, oh, wage ich mal zu nehmen, ne? Für die Wii U am 9.2016. Dann Horizon Zero Dawn. Am 4., am 11.2016. Elex werde ich auch zocken. Das kommt am Dezember 2016. Werde ich auch dann zocken. Dann habe ich hier stehen Assassin's Creed Fragezeichen 12.2016. Kommt ja vielleicht jedes Jahr eins raus. Deswegen, ja, bisschen vorgedacht. Dann Assassin's Creed Revelations würde ich auch noch zocken. Habe ich erzählt, Assassin's Creed 2, ja, ne? Relations am 1.2017, also schon ewig noch bis nächstes Jahr. Dann Pokémon Tekken wollte ich noch spielen und Final Fantasy 15 in nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Das steht nur alles nicht so fest, aber werde ich auf jeden Fall zocken. Mal gucken, was ich tun kann. Dann sollte auch noch The Legend of Zelda noch ein neues kommen. Das werde ich auch mal zocken. Ja, dann kommt, ja, Far Cry Primal. Das werde ich auch zocken, aber wann, also wann ich das einplane, weiß ich auch nicht. Ich will das eigentlich für alles am frühesten machen. Aber das geht leider nicht, weil ich nicht mit den Spielen nachkomme. Also ist echt krass. Ich gucke auch nie in die Kamera, weil warum auch? Ist ja nicht so, dass das nötig ist, ne? Ja, also mit GTA 5 bin ich noch nicht so richtig durch. Fast. Batman bin ich durch. Batman Arkham Knight. Und ja, Witcher 2 bin ich auch durch. Dann One Piece Pirate Warriors 3 noch nicht ganz. Sag mal bei 65% so ungefähr. Dann Assassin's Creed Syndicate bin ich auch so die Hälfte. Mit 7, ja, mit 18 Spaß, sagen wir mal so. Und ja, das war die Liste. Dann sehen wir uns gleich das Feuerwerk noch an. Oder währenddessen ich quatsche. Und ja, ich wünsche euch einen super, super guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so wie ihr seid, oder vielleicht, wenn es schlecht bei euch läuft, dann, ja, dann lasst es lieber mit den Drogen. Nein. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt treu. Seid gut immer zu den anderen und ja. Und ich freue mich schon auf die nächsten Games oder auch,
Ja, ich werde auf jeden Fall noch Japan-Tag machen, das würde ich auch noch sagen. Japan-Tag, da ist ja noch diese Anime-Convention, weil ich immer noch nachgucken in Dortmund. Dortmund? Ne, Düsseldorf, 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 genau. Dann Gamescom, ist klar, ist klar. Noch nicht E3, nein. Habe ich nicht. Ich bin 20. Also ich habe noch nicht mal so viel Geld, damit ich da hinreisen könnte. Wenn fange ich schon an. Ja. Zu krachen. Ja. Auf jeden Fall ein super Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann. Bis. Und ich muss immer achten, in die Kamera zu gucken und nicht auf den Bildschirm. Das ist ein Problem bei mir. Das ist echt ein Problem. Ist aber bestimmt bei den meisten auch immer so der Fehler. Aber was soll man denn dann tun? Ja. Ja, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich 20 Mal. Dann, weil ich euch liebe. Tschö!